Denk dir zum Beispiel jemanden, der wie eine Hure fickt. Jemanden, der darin erfahren scheint, professionell. Jemanden, den du noch immer sehen kannst, wie er dich fickt. Im Spiegel, immer im Spiegel. Verrücktes Ficken, einen Meter entfernt. In einer Wohnung, die immer in blaues Licht getaucht ist, niemals in Tageslicht. Während ich Blaumaterial für dieses Projekt sammelte, in Kisten, in Ordnern, in Notizbüchern, in meiner Erinnerung, stellte ich mir vor, einen blauen Wälzer zu erschaffen. Einen enzyklopädischen Leitfaden von blauen Beobachtungen, Gedanken und Fakten. Warum blau? Man stellt mir oft diese Frage. Ich weiß nie, wie ich darauf antworten soll. Ich will sagen, wir haben keine Wahl, wen oder was wir lieben. Wir haben einfach keine Wahl.